In der endlosen Weite der russischen Wälder ist den deutschen Soldaten während des Zweiten Weltkrieges ein erbarmungsloser Kampf auf Leben und Tod geliefert worden. Bar aller menschlichen Rechte und Tag und Nacht verfolgt, brachten die russischen Partisanen beispiellose Beweise von Mut, von Vaterlandsliebe und Hass. Die Geschichte ihrer für die moderne Kriegführung richtungweisenden Taktik ist das am wenigsten bekannte Kapitel des Zweiten Weltkrieges, von denen keines von beiden Seiten so bewusst entstellt worden ist wie gerade dieses. Der Guerillakrieg ist keine Sache, die durch ein Dekret, einen Aufruf oder Befehl plötzlich aus dem Boden gestampft werden kann. Schon Lenin, der die Bedeutung von Kämpfen im Rücken des Feindes klar einschätzte, hat 1920, 3 Jahre nach der Oktoberrevolution, die Gesellschaft für Wehrkunde als ein Organ zur vormilitärischen Ausbildung der Bevölkerung gegründet. Jahrelang hat Stalin selbst Frauen und Schulkinder in der Taktik des Heckenschützenkrieges ausbilden lassen. In Kultur- und Erholungsparks, die auch in der kleinsten Stadt zu finden sind, stehen dem Volk zur Freizeitbeschäftigung die Schießstände und Fallschirmspringertürme zur Verfügung. Im Jahre 1927 entsteht die Osawjachim, der Verein zur Förderung der Luftverteidigung, eine nach dem Muster der Partei in 350.000 Zellen gegliederte paramilitärische Organisation. Das ganze Jahr 1940 über und bis zum Juni 1941 werden groß angelegte Partisanen-Kriegsspiele abgehalten, an denen auch Arbeiter und Bauern teilnehmen. Die meisten dieser Spiele finden in der westlichen Ukraine in der Umgebung von Minsk, Kiew und Moskau statt. In den Morgenstunden des 22. Juni 1941 greifen die deutschen Truppen die Sowjetunion an. Bereits am 29. Juni, eine Woche nach dem Angriff, richten das Zentralkomitee der Partei und die Sowjetregierung eine detaillierte Direktive zur Aufnahme des Partisanenkrieges an alle ihnen unterstellten Organe in Westrussland. In ihrer gekürzten Fassung wird die Direktive der gesamten Bevölkerung von Stalin persönlich bekannt gegeben, als er sich aus diesem Anlass erstmals nach dem deutschen Einmarsch öffentlich zeigt und am 3. Juli seine viel zitierte Rundfunkrede hält. Den unmissverständlichen Beweis für das Vorhandensein einer organisierten Guerilla-Bewegung erhalten die Deutschen 3 Wochen nach ihrem Einmarsch in Russland, als am 14. Juli 1941 in der Nähe von Pskow eine sowjetische Kuriermaschine notlandet. Bei dem Kurier, einem Major der NKWD, werden Dokumente und exakte Berichte über die gerade eingeleiteten Vorbereitungen zum Beginn einer groß angelegten Partisanenaktivität gefunden. In dieser Zeit erhält in Poltawa der junge Ukrainer Aljoscha Nikolajewitsch Prokopjenko seinen Gestellungsbefehl. Ich war damals 19 Jahre alt und arbeitete als Schlosser in der Lokomotivreparaturwerkstatt von Poltawa. Als die deutschen Faschisten unser Land überfielen, wurde ich mit fast allen meinen Kameraden zum 3. Jägerbataillon eingezogen. Zuallererst wurden wir in allgemeiner Taktik unterrichtet. Etwa nach einem Monat, Anfang August, wurde jeder von uns im Gebiet von Poltawa auf die Dörfer im Umkreis von etwa 100 Kilometer verschickt. Wir mussten uns in den Ortschaften, die wir noch nie gesehen hatten und wo uns kein Mensch kannte, beim Vorsitzenden des Kolchus der Traktorstationen oder einfach bei den Dorfsowjets melden, die uns an Ort und Stelle Arbeit besorgen mussten. Ich selbst wurde als Mechaniker in der Traktorstation im Kolchus Oktoberrevolution im Dorf Malinka eingestellt. Meine Aufgabe war es, die Komsomolzen aus dem Dorf zu einer Gruppe zu organisieren, sie mit Partisanenaufgaben vertraut zu machen und mit Unterstützung der Partei und Garnison von Poltawa Vorratslager und Verstecke in den nahegelegenen Wäldern einzurichten. Lebensmittelvorräte in Konserven, Werkzeug, Waffen und Munition wurden vom Stab des Obkom in Poltawa geliefert und wir machten uns auf die Suche nach einem geeigneten Platz für unser Waldlager. Wir nahmen einen erfahrenen Brunnenmacher mit auf die Suche und wanderten zunächst mehrere Kilometer weit in den Wald, wo wir mit seiner Hilfe bald auch ein gutes, trockenes Plätzchen ohne allzu viel Grundwasser fanden. Wir brauchten gute 2 Tage, um eine genügend tiefe und breite Grube auszubuddeln und sie mit Holz zu verschalen, das wir vorher mit Teer gestrichen hatten. Die nächsten 3 Tage benötigten wir,
all unsere Vorräte zu dieser Grube zu schleppen, die Sachen sorgfältig zu verpacken und die Grube wieder zu verschließen. Ein weiterer ganzer Tag verging damit, dass wir nichts anderes taten, als die Spuren zu verwischen. Über der Grube pflanzten wir einen ganzen Wald junger Tannen und schließlich deuteten außer einem unauffälligen Haufen Feldsteine und einigen zufälligen Kerben am höchsten Baumstamm in der Nähe keine Spuren mehr darauf hin, dass 3 Meter tief unter der Erde ein Versorgungslager für hunderte Partisanen lag. 2 Wochen lang habe ich dann jeden Tag nach der Arbeit mit meinen Komsomolzen im Dorf den Umgang mit Sprengstoff, die Herstellung von Minen und die Regeln des Partisanenkampfes geübt. Neben der Ausbildung an den Waffen hatten wir, wie es für jede der Gruppen Vorschrift war, einen theoretischen Kursus, der einmal zur Stärkung der Moral meiner Komsomolzen und zum anderen ihrer Weiterbildung dienen sollte. Partisan zu sein ist ein ausfüllender Beruf und die Komsomolzen, die sich einmal in unseren Reihen befanden, waren für immer Partisanen, jedenfalls so lange, wie wir den Feind nicht aus unserem Lande vertrieben hatten. Unsere Disziplin war streng. Desertieren wurde mit dem Tode bestraft. Jeder von uns hatte seinen Partisaneneid abgelegt, von dem ich hier nur die letzten Worte zitieren will. Sollte ich aus Schwäche, Feigheit oder bösem Willen diesen Eid nicht halten und Verrat an den Interessen des Volkes üben, so will ich eines verfluchten Todes von den Händen meiner Kameraden sterben. Und dann ging es los. Eines Nachmittags kündigten die Kolchosglocken und die Sirenen im Dorf Malinka das schnelle Herannahen der deutschen Truppen an. Alles lief wie am Schnürchen. Die jüngeren Leute packten schnell ihre Sachen, ganze Viehherden verließen Malinka in Richtung der Wälder, die sich rings um das Dorf erstreckten. Die Komsomolzen erhielten die besten Pferde des Kolchos und meine Leute verteilten Gewehre und Munition. Schon nach einigen Minuten waren das Dorf Malinka und das Kolchos Oktoberrevolution fast ausgestorben. Nur einige unserer Vertrauensmänner und die alten Leute blieben an Ort und Stelle. Mit dunklen Ahnungen warteten wir auf das, was die Zukunft uns bringen würde. Um die Deutschen nicht auf unser Waldversteck aufmerksam zu machen, ritten wir auf großen Umwegen zu unserem Versteck. Eine ganze Woche lang saßen wir im Wald und bauten uns aus Tannenzweigen und Baumstämmen Laubhütten. Wir waren in den Sümpfen so gut versteckt, dass wir für einen Fremden praktisch unauffindbar waren. So begann unser Partisanenleben, das für mich bis zum Mai 1944 fast ganze 3 Jahre dauern sollte. Wie alle übrigen Partisanenabteilungen hatten auch wir uns 2 Untergruppen geschaffen, die nun durch versprengte Soldaten der Armee noch Verstärkung bekamen. Diese Abteilungen wurden von uns Anwerber- oder Späherabteilungen genannt. Die Anwerber hatten allerdings nicht nur die Aufgabe, uns neue Mitglieder zuzuführen, sondern mussten uns daneben mit neuen Lebensmitteln, neuer Munition, Papieren usw. versorgen. Sie mussten außerdem, wo immer es möglich war, Agitation gegen die Besatzer betreiben. Die Späherabteilungen bestanden aus zuverlässigen Leuten, die ihre normale Beschäftigung in Dörfern und Städten hatten und die uns wertvolle Nachrichten über alle Bewegungen der Deutschen, ihre Bewaffnung, Zahl der Mannschaften und alles andere Wissenswerte überbrachten. Bei der Eisenbahn, in den Lazaretten, in den Büros der Deutschen, überall hatten wir Leute, die für uns arbeiteten. In unserem Waldlager hatten wir alsbald eine regelrechte Rüstungsindustrie aufgestellt. Zuerst bestellten wir in den Tischlereien der umliegenden Kolchosen eine Menge kleiner Holzkisten, etwa 30 x 40 cm groß. Dann durchstreiften wir auf der Suche nach Blindgängern mit den Kindern aus den Kolchosen, die die ganze Umgebung ja bestens kannten, die Felder und Wälder. Von jedem Blindgänger mussten wir sehr vorsichtig den Zünder abschrauben und konnten ihn dann ins Lager schleppen. Nachdem wir dann einen ganzen Stapel davon hatten, holten wir uns aus der Kolchosmolkerei alte Milchkannen, schnitten ihnen die Hälse ab, legten 2 Holzstücke hinein und füllten die Kannen mit Wasser. Dann stellten wir sie aufs Feuer, packten ein Geschoss hinein und kochten das Ganze etwa 1/2 Stunde lang. Das Pulver verflüssigte sich dann und floss auf den Boden der Kanne. Dann gossen wir die zähe Flüssigkeit vorsichtig aus der Kanne in leere Konservendosen und ließen sie trocknen. Die erhärtete Masse wurde zerkleinert und in die Holzkisten gestampft. Zum Schluss bauten wir einen Zünder ein und hatten erstklassige hausgemachte Minen, die sogar von den deutschen Minensuchgeräten nicht aufzuspüren waren. Für die Sprengung einer wichtigen Eisenbahnlinie mussten wir natürlich den ungefähren Fahrplan kennen. Nicht immer war es möglich, ihn von unseren Verbindungsleuten in der Stadt zu erfahren.
So suchten wir uns dann selbst eine passende Beobachtungsstelle, um den Fahrplan zu erkunden. Ein dicker Baumstumpf samt Wurzeln wurde vorsichtig von unten her ausgehöhlt und ringsum wurden kleine Schlitze ausgestochen. Nachts schleppten wir ihn an unsere Beobachtungsstelle, wo ein tiefes, rundes Loch gegraben wurde, in das sich der Beobachter mit seinem Proviant zwängte. Dann wurde der ausgehöhlte Baumstumpf über ihn gestülpt und der Mann konnte einige Tage lang unbehelligt seine Beobachtungen durchführen. Das Auslegen von Minen auf Bahngeleisen war nicht einfach. Allein das Herankommen an die Schienen und das Verlassen des Platzes ohne Hinterlassung jeder Spur war, abgesehen vom Minenlegen selbst, eine Spezialaufgabe, die das letzte von unseren Männern erforderte. Und dann kam der Winter, die schwerste Zeit für einen Partisanen, während der jedermann seinen Spuren im Schnee folgen kann und Büsche und Bäume keine Versteckmöglichkeit mehr bieten. Die Kälte und Versorgungsschwierigkeiten taten in unserem Fall das Ihrige. Doch trotz allem zogen wir jeden Abend in der Dämmerung zu unserer Ausgangsstellung an der Eisenbahnlinie. Als erstes schnitten wir die Telefon- und Telegraphendrähte durch. Ein Teil der Abteilung, die besten Schützen, versteckten sich im Busch gegenüber der Stelle, wo vermutlich die Mitte des entgleisten Zuges liegen würde, etwa 100 bis 150 Schritte von der Minenladung entfernt. Andere Kameraden versteckten sich zu beiden Seiten des Bahndammes gegenüber der vermieten Stelle, sodass sie den ganzen Abschnitt bequem unter Feuer nehmen konnten. Inzwischen mussten die Minenleger am Bahndamm emporschleichen zur nächstgelegenen Schienennahtstelle hin und darunter die Mine anbringen. Es kam oft vor, dass unser Wachposten das Herannahen deutscher Streckenläufer meldete, als die Minenleger gerade ihre Arbeit beginnen wollten. Sie mussten sich dann schleunigst zurückziehen, wir ließen die Deutschen unbehelligt an uns vorbeigehen, um dann in aller Ruhe die Arbeit zu erledigen. War die Mine schon angelegt, blieb uns meistens nichts anderes übrig, als die Streckenläufertrupps schnell zu liquidieren und, ohne auf den Zug zu warten, die Schienen zu sprengen und zu verschwinden. Als wir schon mehr Erfahrung gesammelt hatten, bauten wir dann auch ganz spezielle Minen, die nicht nur auf den Druck der Lokomotiven oder Waggons reagierten, sondern auch einen sogenannten Zugzünder hatten, der selbst bei der Entschärfung explodierte. Solch eine einmal angebrachte Mine konnte selbst der Teufel nicht mehr wegräumen. Die Deutschen versuchten, uns immer wieder zu überlisten. Sie spannten vor und hinter die Loks Waggons, die sie mit Sand oder Steinen beluden und versuchten so, die wertvollen Loks zu schützen. Deshalb legten wir meistens zwei Minen in einer Entfernung von etwa 100 Meter voneinander aus, und zwar mit zwei verschiedenen Zeitzündern, die so abgestimmt waren, dass einer unter den Waggons und der andere unter der Lokomotive explodierte. Die vom Oberkommando der Wehrmacht empfohlene Sicherungsanlage für eine Wasserdurchlassstelle ist ein kleines Beispiel für die Probleme dieses Schienenkrieges. Doch mangelt es nicht nur an Material, sondern weit mehr an Truppen, die die zu Tausenden erforderlichen Sicherungsanlagen an jeder Brücke und jedem bedrohten Streckenabschnitt errichten könnten. Die Strecken werden Tag und Nacht strengstens bewacht und in bestimmten Abständen werden Türme errichtet, von denen aus die Strecke ständig beobachtet wird. Ganze Mannschaften sitzen auf solchen Türmen fest, um im Alarmfalle eingreifen zu können. Die Deutschen sind so im Laufe der Zeit gezwungen, die Eisenbahnstrecken festungsartig auszubauen. Die Bevölkerung wird dazu herangezogen und entlang der Schienen werden Sperrgebiete, besser gesagt Todesstreifen, angelegt. Bis zum Dezember 1941 haben die deutschen Truppen in Russland ein Gebiet besetzt, das 65 Millionen Einwohner zählt, von denen zu dieser Zeit nur etwa 30.000 aktive Partisanen sind. Die erste deutsche Niederlage vor Moskau im Winter 1941-42 weckt in vielen jedoch die fast schon geschwundene Hoffnung auf den Sieg wieder auf. Und die harte Besatzungspolitik der Deutschen spornt das Volk zum Widerstand an. Am 30. Mai 1942 wird in Moskau der zentrale Stab der Partisanenbewegung gegründet. Marschall Kliment J. Woroschilow ist sein Oberkommandierender. Chef des Generalstabes wird Pantaleimon K. Panamarenko, Sekretär des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Weißrusslands. Die Zahl der Partisanen wächst schnell. Und schon am 1. Juli 1942 sind es etwa 100.000 Männer und Frauen, die ihren Heckenschützenkrieg gegen die deutschen Soldaten führen.
Während der ersten Phase des Kampfes, von Juni 1941 bis Anfang 1942, führen die Partisanen im Allgemeinen lediglich Störaktionen durch, da es ihnen für größere Unternehmungen noch an Mitteln und Bewaffnung fehlt. Während dieser Zeit beschränken sich ihre Störaktionen auf gar nicht oder nur schwach bewachte Objekte, Eisenbahneinrichtungen und Straßenbrücken. Während der bis etwa Herbst 1942 dauernden zweiten Phase werden dann größere Partisanenlager in den Wäldern, Feldflugplätze sowie starke Funkstationen eingerichtet, wird der Einsatz von Bezirks- und Fernspähern sowie die Verbindung zum zentralen Stab der Partisanenbewegung organisiert. Neue Kampfmittel werden beschafft, größere Partisanenverbände planmäßig gestaffelt und tiefer in das Hinterland beordert. Im Frühjahr 1942 bereits gelingt es den Partisanen in den ausgedehnten Wäldern Weißrusslands und der Nordukraine, größere Gebiete von deutschen Stützpunkten freizukämpfen und völlig unter ihre Kontrolle zu bringen. Hier entstehen die ersten Partisanengebiete, von denen einige später ein Ausmaß von 100 und mehr Kilometer im Durchmesser erreichen. In diesen Gegenden wird wieder sowjetische Verwaltung errichtet, nehmen Sägewerke, Mühlen, Molkereien, Gerbereien und zahlreiche Werkstätten ihre Arbeit wieder auf. Es werden Zeitungen gedruckt und Kinos und Schulen öffnen wieder ihre Tore. Gegen Ende 1942 findet die Partisanenbewegung ihre endgültige Gestalt. Die Partisanen sind jetzt fast wie eine reguläre Armee organisiert und kommen, obwohl auf der anderen Seite der Front kämpfend, in immer engere Verbindung zur Roten Armee. Jeder Partisaneneinheit sind Nachrichtenoffiziere des NKWD zugeteilt und praktisch alle größeren Abteilungen haben mittlerweile Funkgeräte erhalten. Die zahlenmäßige Stärke der Partisaneneinheiten ist sehr verschieden. Es gibt Brigaden, die bis zu 2000 Mann stark sind, während andere Abteilungen nur über 10 bis 20 Mann verfügen. Insgesamt sind 1131 registrierte Einheiten im Kampf. Die Rote Luftwaffe versorgt sie mit Sprengstoff, Waffen, Lebensmitteln und Medikamenten. In Leningrad und Moskau wird eine Spezialausgabe der Pravda gedruckt, die die Partisanen täglich erhalten. Die Luftbrücke führt daneben Sanitätsdienst und Urlauberflüge durch. Diese ständige Verbindung verbessert die Kampfmoral der Partisanen erheblich. Während des zweiten Halbjahres 1942 setzt das Parteizentralkomitee führende Partei- und Komsomolkader hinter der Front ein. Fortan ist es nicht mehr ungewöhnlich, wenn ein bedeutender Partisanenführer aus Moskau im Flugzeug zu den Partisanen kommt. Am 1. Mai 1942 erscheint in Moskau ein fast 500 Seiten starkes Taschenbuch unter dem Titel Sputnik Partisana, der Partisanenbegleiter, das in Massen hinter den deutschen Linien abgeworfen wird. Es zeigt nicht nur die Minenherstellung, die Möglichkeiten der Übernachtung auf offenen, schneebedeckten, kahlen Steppen, sondern auch Kochrezepte für schmackhafte Gerichte aus Pilzen, Heidelbeeren und Igeln. Alles, was dem Partisanen nützlich sein könnte, ist in diesem Buch zusammengefasst. Von der Kräuterheilkunde über die Konservierung von Fleischvorräten, der Sternenkunde als Orientierungshilfe, Wettervorhersagen für Planung von Operationen bis zur Verhaltenspsychologie zum Überstehen von Gestapo-Verhören. Niemand weiß, wie viele Partisanen es gegeben hat. Eine sowjetische Schätzung für die zweite Hälfte des Krieges, die von 700.000 Partisanen spricht, kann zutreffend sein. Auch gibt es keine genauen Angaben über die Resultate der Partisanenkämpfe in der Sowjetunion, da die Meldungen der einzelnen Kommandeure des Öfteren übertrieben sind oder sich gelegentlich in den Berichten mehrerer Abteilungsführer wiederholen. Die Naturverbundenheit des Partisanen, seine Vertrautheit mit der Umgebung, seine Bedürfnislosigkeit und Ausdauer sowie die Möglichkeit, jederzeit als harmloser Bauer im nächsten Dorf untertauchen zu können, haben sich den deutschen Soldaten gegenüber als unschlagbare Vorteile erwiesen. General der Panzertruppen Hasso Eckart von Manteuffel war einer von jenen, die den Partisanenkrieg unmittelbar erlebt haben. Wir deutschen Soldaten haben Interesse daran gehabt, ein gewisses, nur friedliches und falscher Ausdruck, leidlich gutes Verhältnis mit der Zivilbevölkerung zu haben, denn wir brauchten sie auch. Und zwar deshalb, weil sie uns die Quartiere sauber machen sollten, die Wäsche waschen, zum Teil wohl auch kochen sollten, uns entlasten in Schatzsäcken oder Wegen, der Brücken und so weiter und so weiter. Und die Zivilbevölkerung bot sich sogar zum Teil an, war jedenfalls nicht unwillig, weil sie von uns dafür eine volle Verpflegung bekamen und eine Konserven und so etwas. Das hat sich nachher gewandelt, verhältnismäßig schnell. Und worauf ist das zurückzuführen? Und zwar darauf, dass, ich will nicht sagen, zunächst Funktionäre, politische Funktionäre, aber jedenfalls waren energische
Leute doch unter dieser Altersklasse der älteren und alten Leute zurückgeblieben, die nun dort sich als die politischen Funktionäre kundtaten, die also dort nun ihre ganze Arbeit ausrichteten dahin, dass sie nun sich als vaterländisch gesinnte Patrioten den Einwohnern anboten. Das waren Leute, die entweder waren sie schon dort oder waren nach der Besetzung wieder hingekommen oder waren sogar, wie wir es also ab Herbst 41 bereits sehen, wieder eingeschleust worden durch die russischen Linien oder durch Flugzeuge abgesetzt worden waren. Und so wuchs allmählich dann eine aus den Partisanengruppen der einzelnen Orte eine ganze Partisanenbewegung zusammen. Die Bevölkerung stand, so wie ich es sehe, in der Truppe, der ich der Spitze der 3. Panzerarmee angehörte, von Minsk bis an den Wolga-Moskau-Kanal, stand zunächst die einheimische Bevölkerung der den Behörden, diesen Partisanenbewegung gegenüber, ablehnend will ich nicht sagen, aber jedenfalls wenig unterstützend gegenüber. Die ersten Banden wurden von uns auch ziemlich schnell erkannt und aufgerieben. Aber allmählich, auch mit der Tatsache, dass aus den Kesselschlachten eine ganze Anzahl von Soldaten ausgebrochen worden waren, wuchs diese Partisanenbewegung an. Zunächst kamen einzelne Leute in das Dorf, von den Partisanen, Gruppen zunächst, die sich Nahrungsmittel holten, Bekleidung holten, auch Informationen holten. Nun kam aber nach den großen Kesselschlachten, beispielsweise, wie ich erlebt habe, nach der großen Kesselschlacht bei Wjasma, den Kessel hat die Division, der ich angehörte, geschlossen, entwichen dort nun versprengte Rotarmisten, zum Teil bewaffnet sogar, die nun in dem ausgedehnten Seen- und Waldgebiet Unterschlupf fanden und im Lauf des Herbst 41 bereits nun sich diesen Partisanengruppen in den Schlupfwinkeln der Wälder und des umfangreich ausgedehnten Sumpfgebiet anschlossen. Dann kam der Winter 41-42. Sie wissen, dass wir dort vom Wolga-Moskau-Kanal dagegen Klin und so weiter zurückgetrieben wurden bis nach Dschatskin. Die deutsche Front, Ostfront, fast was zusammenbrach. Und nun traten die Partisanengruppen in Tätigkeit bereits mit der regulären Armee. Denn das Oberkommando der zentralen Leitung der Partisanenbewegung in Moskau hat nun inzwischen befähigte Offiziere und ausgesuchtes Stammpersonal in diese Partisanenbewegung dergestalt eingeschleust, dass sie mit Flugzeugen in diesen Waldgebieten und Sumpfgebieten abgeworfen waren. Und das war nun das Fundament einer wirklich sehr gefährlich anwachsenden Bewegung. Mitte 42 bereits hat die Partisanenbewegung ein solches Ausmaß angenommen, dass ein Bericht von über 100.000 Mann spricht. So dass, wie ich glaube, Stalin mit Recht in einem seiner Aufrufe oder Reden mal davon gesprochen hat, dass diese Bewegung eine zweite Front hinter der deutschen Front, eine zweite Front für sie gebildet hatte, die sie vielleicht woanders fehlten. Und so begann dann im stärkeren Maße und anwachsenden Maße nach wie vor ein Einschleusen sowjetischer Führungskräfte in diese Partisanenverbände rein, die nun über das ganze Gebiet der besetzten Sowjetunion zu einer Bewegung anwuchs. Das Heer, wozu ich also gehöre, bekämpfte diese Partisanenbewegung mit den üblichen Mitteln, wie man sonst die regulären Streitkräfte des Feindes bekämpft. Aber das hat sie als vollkommen unmöglich erwiesen. Es war eben einfach nicht angemessen, weil diese Partisanen landeskundig der Witterungseinflüsse ausgesetzt, was sie alles wussten, die Leutchen, waren sie in die Schlupfwinkel verkrochen, in die ausgedehnten Wald- und Sumpfgebiete und waren gar nicht auszumachen. Und die Kräfte, die die aktive Armee hätte für diesen Kampf abstellen können, besaß sie einfach nicht. Ich möchte abschließend noch ein Wort zu dem Kampf der Partisanen, der einzelnen Partisanen sagen. Und ich scheue mich nicht auszusprechen, dass sie mit einer außerordentlichen Einsatzbereitschaft und Tapferkeit
gekämpft haben. Ich entsinne mich beispielsweise eines Beispiels, die ließen sich auf 100 vermehren, als wir beim Vormarsch etwa im Herbst 41, kurz vorm Wolga-Moskwa-Kanal, in ein Dorf eindrangen, gegen Mittag, soweit ich mich entsinnen kann, und am Abend uns fertig machen wollten, um da unsere Mahlzeit einzunehmen, war unter dem Fußboden dieser Hütte da, diesem Holzbohlen, war da so ein Geräusch. Nun war es an für sich nichts uns Fremdes, weil die Einwohner ja bekanntlich im Winter das Vieh unter diesen Bohlen, unter der Wohnstube, ihr Vieh aufbewahrten, weil es ja schön warm war. Aber wir suchten da auch nach, die Lanzer vielleicht ich selber auch, um zu sehen, ob wir da etwas noch zu schnabulieren fanden, kamen 11 Rotarmisten daraus, voll bewaffnet und alles noch, die wahrscheinlich es auf uns abgelegt hatten. Nun, das ist nur ein kleiner Ausschnitt davon, aber sie haben wirklich mit großer Tapferkeit dort gekämpft. Und zwar sowohl die Einzelpartisanengruppen und ihre Tätigkeit in sich, in den Aktionen, die ihnen aufgetragen war, in dem Partisanenkampf, wie auch in der Zusammenarbeit mit den regulären Truppen der Roten Armee, in deren sie, wenn auch die russische Geschichte, soweit sie uns bekannt ist, in dem Werk des Falschen Krieges, die Leistungen nicht so herausstellt. Für uns war jedenfalls die Bedeutung dieses Partisanenkampfes von der russischen Seite aus zu sehen außerordentlich groß und wir haben stärkste Behinderung dadurch gehabt. Auch deshalb für unsere Kriegsführung im Ganzen, weil wir eben einfach die Truppen nicht hatten, die aktiven Truppen, denn die Sicherungstruppen waren nach Qualität und Quantität nicht geeignet, mit dem Partisanenkampf fertig zu werden. Der Partisanenkrieg wird erbarmungslos geführt. Gefangene werden zumeist von beiden Seiten nicht genommen. Jeder Partisanenverdächtige endet am Galgen. Die Dörfer, in denen man Unterstützung von Partisanen vermutet, werden in Schutt und Asche gelegt. Und nach dem Rückzug der deutschen Truppen finden, wie hier in der Umgebung von Pjatigorsk, die Eltern, ihre im Eis erstarrten Söhne, die Partisanen waren. Einer der bekanntesten Partisanenführer der Ukraine war Nikita Chruschtschow, der hier im soeben befreiten Kiew eintrifft. Der ihm entgegengebrachte Dank der Bevölkerung gilt den Partisanen, die zur Befreiung der Hauptstadt der Ukraine ihren Teil beigetragen haben. Die Partisanengefahr überhaupt nicht beachtend, hatte Hitler seine Truppen gegen Osten marschieren lassen, als hätte es nie einen Napoleon Bonaparte gegeben, dessen unbesiegbare Grande Armee auf derselben Marschroute von russischen Bauern geschlagen wurde. Und trotz der Gründlichkeit, mit der man den Fall Barbarossa ausarbeitete, haben sich weder der deutsche Generalstab noch Hitler selbst näher mit dem Gedanken befasst, was eigentlich unter Partisanenkrieg zu verstehen ist. Am 6. Mai 1944 schließlich, 5 Jahre nach Kriegsbeginn, als die Wehrmacht im Begriff steht, den Rückzug aus der Sowjetunion zu vollenden, gibt der deutsche Generalstab ein Ausbildungsbuch heraus, das die Methoden der Partisanenbekämpfung enthält. Doch schon einige Monate später, als die Truppe von den Richtlinien Gebrauch machen kann, kämpft die Wehrmacht nicht mehr auf russischem Boden.